Die Kassel Huskies haben im vierten Spiel gegen die Löwen aus Frankfurt die Sensation geschafft. Mit 8:1 fegten sie die Erzrivalen aus Frankfurt vom Eis. Es war als Krönung dieser unfassbaren einseitigen Serie der höchste Auswärtssieg der Huskies in Frankfurt seit DEL-Zeiten. Die Fans der Huskies waren schon vor dem ersten Bulli sicher. 60 Minuten, ihr habt noch 60 Minuten, sangen fast 700 Fans der Gäste in der Frankfurter Eishalle. Mit einem Blitzstart hatten die Huskies den letzten Widerstand der Löwen früh gebrochen, sie phasenweise vorgeführt und regelrecht demontiert. Die Gäste schockten den angeschlagenen Gegner nach 37 Sekunden. Erster Konter, erstes Tor. Jamie McQueen bedient Alex Heinrich und der Kasseler Jung erzielt das 1:0. Was folgte, war eine Demonstration der Stärke. Demoralisierend für die Südhessen. Adriano Gaciola erhöhte nach einem Solo im zweiten Versuch auf 2:0. Und als die Gastgeber gleich mehrere Strafen kassierten, da kam die Zeit von Goldhelm Jamie McQueen. Der Torjäger zeigte, warum das Überzahlspiel seiner Mannschaft so auf ihn zugeschnitten ist. 2 Tore innerhalb von 2 Minuten und damit eine unglaubliche 4:0-Führung nach 9 Minuten für die Schlittenhunde. Danach legten die Gäste eine Pause ein, wurden etwas nachlässig. Nils Liesegang durfte zwischenzeitlich auf 1:4 in der 12. Minute verkürzen. Bis zur 25. Minute dauerte diese Phase. Dann erzielte erneut McQueen bei einem Konter das 5:1. Damit war es endgültig geschehen um Frankfurt, das fortan frustriert faulte und rüpelte. Und die Nordhessen legten durch der U und Lennart Pahlausch bis zur zweiten Pause noch 2 Treffer nach. Der Huskies Wahnsinn war mit dem 7:1 nun endgültig perfekt. Das letzte Drittel wurde zum Schaulaufen. Manuel Klinges sorgte mit seinem 8:1 für den Endstand. Die Huskies-Fans mussten eh nicht mehr groß auf das Eis schauen. Sie feierten mit Dauergesängen diese sensationelle Derby-Serie und den Einzug ins Halbfinale.